So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! Master Duel, wo er sagt jetzt schon seit dem 16. Mai die Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 Qualifiers stattfinden hier bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Und ich sag jetzt heute am 18. Mai dann jetzt erstmal anfangen werde, dazu auch was aufzunehmen. Ich habe zwar so hier und dort schon mal ein bisschen gespielt, mit nicht gerade sehr viel Erfolg, muss ich ja sagt zugestehen. Hatte, sag, mit Tränenklage das Ganze schon mal zu Anfang versucht. War, sag, aus irgendeinem Grund nicht gerade sehr erfolgreich gewesen. Habe irgendwie nie so recht die richtigen Karten gezogen. Was mir ja sagt sehr verwunderte bei diesem Deck. Und ja, jetzt wiederum wird's mal Zeit, dass wir die Wanderbrise mal wieder auspacken. Wobei wir natürlich hier erstmal ein paar klitzekleine Änderungen, sag, hier vornehmen. Denn wir bräuchten, sag, noch einen weiteren Kaiserpinguin hier. Und wo wir, sag, schon mal dabei sind. Ja, alles ist, sag, fast hier gleich geblieben. Abgesehen davon, wir haben dreimal Rotkehler hier drin, dreimal Adlen, jetzt aber nur noch zweimal Strauß, zweimal den Tukan. Maxe ist gleich geblieben, Ascheblüte ist gleich geblieben, Gleif, der Phantomvogel ist gleich geblieben, Nebeltal, Goldadler, jo, zweimal Reiser, der Megamonarch, Simorgh, Herr des Sturms, ist ja auch nochmal hier normal drin. Jetzt, wie schon gesagt, dreimal Wanderbrise und Kaizen. Einmal Raigeki, einmal der Flederwisch, zweimal den Topf der Gegensätzlichkeit, einmal den Blitzsturm, Topf des Wohlstands einmal. Einmal jetzt ja leider nur noch die Wanderbrise und die großartige Karte. Dann jetzt, sag, gegen Tränenklage vorzugehen. Dreimal Dimensionsriss. Wanderbrise und die unbekannten Winde. Zweimal ist gleich geblieben. Vom Grab gerufen zweimal gleich geblieben. Verbotener Tropfen gleich geblieben. Gleich geblieben. Die andere Wanderbrise-Karte und der Beginn des Abenteuers. Gleich geblieben, unendliche Unbeständigkeit. Gleich geblieben, die Dogmatiker Bestrafung. Jetzt sagt wiederum bloß einmal Wanderbrise und die träumende Stadt drin. Und jetzt, um auch nochmal gegen Finsternis, Monster und vor allem auch gegen Tränenklage vorzugehen. Schatteneinsperrender Spiegel, der die Monstereffekte aller Finsternismonster annulliert, die auf dem Spielfeld und im Friedhof aktiviert werden können. Tja, das wäre dann jetzt erstmal hier unser Wanderbrise-Deck, mit dem wir dann, sag, heute auch etwas, naja, aufnehmen werden. Ansonsten, ja, Deck bearbeiten müssen wir jetzt, sag, hier normal auch nochmal ein bisschen. Denn wir brauchen ja hier dann jetzt auch den dritten Kaizen, dass er, sag, hier abspeichern. Gut. Und jetzt geht's dann auch wirklich endlich mal los. Auf geht es! Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 Qualifiers. Los geht es! Natürlich ist es ja von vornherein klar, dass wir, sag, dabei nicht gerade sehr viel weit kommen werden. Denn dafür müsste ich, sag, jetzt nun wirklich, sag, ziemlich viele Duelle bestreiten, ziemlich viel Zeit investieren. Das Einzige, was ich hier, sag, jetzt vor kurzem investiert habe, waren, sag, ein paar Juwelen für unsere neuen Begleiter hier. Denn seit einen Tag gibt es auf jeden Fall jetzt, sag, auch hier Sprite Blau als Begleiter. So viel dazu, so viel dazu. Jetzt allerdings hätten wir, sag, hier ein paar klitzekleine Probleme. Jetzt haben wir hier allerdings ein paar klitzekleine Probleme an der Backe, weil die Kartenkombination, die wir jetzt hier haben, oder besser gesagt, die Karten, die wir jetzt auf der Hand haben, ist ja, sag, für unsere Kombination nicht gerade ein großartiger Lohn. Muss man leider so sagen, dass er, sag, jetzt alles kein sehr großartiger Lohn.
Tja, bedauerlich aber war, das war jetzt sagt leider nix. Wir hätten jetzt sagt einen Topf der Gegensätzlichkeit gebraucht oder sagt auch den Topf des Wohlstands. Oder generell sagt auch eine Search-Karte der Wanderbrise. Tja, keine einzige Rotkehler jetzt. Verdammt nochmal, das ist sagt jetzt anscheinend ein, wie hieß das jetzt, sagt noch? Ein wahres Draco-Deck ist das. Oder eventuell sogar auch ein... Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ja, mit Herr der Zeit hatte ich jetzt, gesagt, beim besten Willen nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Okay, das jetzt sagt alles wirklich nicht gerade eine großartige Kombination. Okay, das ist jetzt also alles wirklich nicht gerade so toll. Okay, das war zwar jetzt ein bisschen ungewöhnlich, ausgerechnet jetzt gegen Herr der Zeit zu spielen, aber das Duell dürften wir jetzt eigentlich gleich gewonnen haben.
Tja, im Großen und Ganzen dürften wir jetzt eigentlich das Duell gleich gewonnen haben, würde ich mal meinen. Tja, das Duell haben wir damit sehr gleich gewonnen. So viel ist er sehr klar. Er kann jetzt eigentlich nicht sehr viel gegen diese Kartenkombination hier machen. Tja, seine Normalbeschwörungen sind jetzt bei diesem Spiel ein Problem. Tja, und damit würde ich ja sag mal sagen, gibt der Gegner gleich auch auf. Oder vielleicht auch nicht, um noch die Punkte zu kriegen. Aber im Großen und Ganzen gibt es ja wirklich, jetzt nichts mehr, was er tun kann. Selbst meine Monster zu zerstören mit einem Zaubereffekt würde nichts bringen, weil wir den Nebeltal Goldadler jetzt haben. Eine Normalbeschwörung ist jetzt bei ihm sowieso schon draußen. Spezialbeschwörungen sind eigentlich... Was ist das eigentlich für eine Karte? Die Ringgesang. Aha, zahle 2000 Lebenspunkte, deklariere einen Monsterkartennamen. Dein Gegner zieht sich dein Deck an. Zeig ein deklariertes Monster vor. Mhm. Okay, diese andere Fallenkarte, wo man entscheiden muss, wie viel, was für eine Karte man auf dem Feld behalten will, die könnte er jetzt natürlich erst noch haben. Aber kann ich erst ebenfalls annullieren. Das ist jetzt einfach nur noch eine Zeitschinderei. Tja, wäre eigentlich jetzt noch die ganze Sache mit Tränenklage eigentlich nicht geschehen? Hätte ich auch bei diesem Deck auch nicht einen Dimensionsriss oder einen schatteneinsperrenden Spiegel jetzt reingepackt. Okay, wenn man eigentlich ehrlich ist, hätte man bei diesem Deck eigentlich wirklich schon von vornherein, als Wanderbrise ja präsentiert wurde, auch ins Spiel eingefügt wurde, hätte man theoretisch einen Dimensionsriss nutzen können. Stimmt eigentlich, den Dimensionsriss hätte man von Anfang an bei Wanderbrise spielen können. Aber am bekanntesten ist ja sowieso ja auch dieses andere Monster da, was alle Karten durch seinen Effekt ja verbannen kann. Den Dimensions-Irgendwas-Heini. Aber um den zu haben, bräuchte man sowieso auch erstmal wieder ein paar UR-Punkte. Tja, das war jetzt auch nicht gerade sehr von Vorteil. Ist jetzt eigentlich quasi schon das zweite Mal, wo wir Karten gezogen haben, die total schwachsinnig ist als erstes.
Wartet mal, ich glaube, sagt der Schatten, ein sperrendes Spiegel ist jetzt, er sagt, glaube ich, doch gut geeignet. Zombie-Monster sind ja generell Monster vom Finsternis-Element. Jo. Ja, sag ich doch. Also greif einfach an und damit hat sich das jetzt für diesen Zug. Das Problem ist aber jetzt, sagt wirklich die Tatsache. Wir haben, sag, überhaupt nicht die Monster, oder besser gesagt, die Zauberkarten bisher gezogen, die uns, sag, jetzt hier weiterbringen können. Okay, Topf der Gegensätzlichkeit, solange er jetzt keine Ascheblume auf der Hand hat. Bringt die uns jetzt weiter. Oh, Junge, das sagt jetzt wirklich, das sagt nicht gut. Schwierig, schwierig, schwierig jetzt. Okay, kommt jetzt. Moment, Moment, Moment. So einfach machen wir es jetzt, der Sack, nicht. Mein Effekt ist, der Sack, schneller.
Okay, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, das Duell dürften wir eigentlich ja nicht verlieren. Ne, eigentlich dürften wir das Duell jetzt hier nicht verlieren. Wir müssen bloß überlegen, welche Karte jetzt exakt sinnvoller wäre. Okay, diese Karte hier. Für den Fall der Fälle natürlich, dass exakt noch eine Spezialbeschwörung in der nächsten Runde käme. Aber der Gegner hat jetzt sowieso auch durch meine Fallenkarte Schatteneinsperrender Spiegel ja sowieso, er sagt schon mal, einen kleinen Nachteil. Obwohl, ich bin mir dabei jetzt, er sagt, auch nicht so ganz sicher. Okay, einen kleinen Plan B habe ich jetzt aber immer noch in der Hinterhand. Ja, einen kleinen Plan B habe ich immer noch, aber was soll er sagt das denn jetzt? Es ist immer noch ein finsternes Monster. Er kann Sack jetzt auch nicht seine Effekte aktivieren. Also was das Sack angeht, ist Sack der schatteneinsperrende Spiegel wirklich eine ziemlich gute Karte. Für Ranked Matches oder besser gesagt auch für dieses Duell jetzt hier. Tja, man muss wirklich sagen, das ist jetzt, er sagt nun wirklich ein ziemlich einfaches Duell. Eigentlich gibt es, er sagt hier wirklich nicht gerade sehr viel, was ich, er sagt, jetzt verbannen könnte. Okay, das war's jetzt erstmal gewesen. Tja, die Battle Phase bringt eigentlich ihnen jetzt auch nicht so viel.
Der schatteneinsperrende Spiegel funktioniert, der sagt immer noch. Einwandfrei. Tja, und der Sieg ist jetzt unser. Wir können uns zwar jetzt noch ein bisschen mit dem Nebeltal Goldadler absichern, aber... im Großen und Ganzen ist das Duell jetzt gewonnen. Und wem haben wir es jetzt zu verdanken, dass wir dieses Duell gewonnen haben? Unseren schatteneinsperrenden Spiegel. Tja, da freut sich Sprite Blau. Aber das waren bis jetzt sogar noch keine richtig ernstzunehmenden Gegner. Denn die richtig ernstzunehmenden Gegner sind jetzt natürlich die Tränenklagespieler. Und sieh mal an. Als ich hier, sag, meine Matches mit den Schwarzflügeln hatte. Die Ranked Matches. Da habe ich mich doch, sag, meistens immer beschwert, dass ich hier, sag, nicht als erstes spiele. Tja, jetzt, sag, hier das genaue Gegenteil. So, was aktivierst du jetzt? Den Dimensionsshifter? Okay, so heißt er, glaube ich, er sagt nicht. Aber den Dimensions-Tiny? Oder vielleicht lieber zuallererst Max C? Wer mir sagt, auch sehr lieb. Das ist jetzt auch nicht gerade so toll, aber vom Grab gerufen ist jetzt, sagt, die beste Option, die wir haben können. Gefolgt natürlich vom Topf des Wohlstandes. Und das wiederum hat den Gegner schon in die Knie gezwungen. Also ernsthaft, als ich hier sag, offscreen, also abseits der Aufnahme, ein paar Duelle mit Tränenklage bestritten habe, hatten wir, sag, überhaupt nicht solche einfachen Siege gehabt. Da hat er, sag, keiner aufgegeben. Aber jetzt mag das Ganze, sag, auch bloß daran liegen, weil man gesehen hat, oh, okay, viertes Mal in Folge fange ich als erstes an. Aber dass der Gegner aufgegeben hat, das mag vielleicht, er sagt, dran liegen, dass er sich dachte, oh no, Wanderbrise. Ne, darauf habe ich keinen Bock. Und ich muss, er sagt, wirklich sagen, das hier ist jetzt, er sagt, auch nicht gerade eine gute Kombi. Nein, bedauerlicherweise bringt mir das, er sagt, nichts. Es bringt mir, er sagt, jetzt nichts, Wanderbrise und Strauß zu beschwören. Es bringt mir jetzt, er sagt, nichts, Gleif zu beschwören. Und ebenfalls das goldene Schloss von Stromberg. Moment. Die 10 obersten Karten des Decks für Deck verbannen. Das bringt mir, er sagt, eigentlich auch nichts mit diesem Deck hier.
Schon mal nicht gut. Eine Rotkehler ist er, sagt schon mal weg. Aber der Gegner hat, der sagt im Großen und Ganzen jetzt eigentlich so viel Pech, wie ich es eigentlich hatte. Jetzt an der Stelle hätten wir, sag, einen Dimensionsriss gebraucht. Wir könnten jetzt natürlich immer noch Gleif beschwören und dann, sagt natürlich ja ihn hier, Urplanet Perlerino zu vernichten. Aber sehr viele großartige Optionen habe ich jetzt gesagt nicht. Muss man einfach so sagen, unsere Optionen sehen jetzt aktuell nicht gerade sehr gut aus. Die Optionen sehen jetzt nicht gerade sehr gut aus. Mudora gleich mal 2 im gegnerischen Friedhof. Das bringt mir jetzt nicht sehr viel. Okay, das ist jetzt sehr auch interessant. Nur bedauerlicherweise bringt mir das, der sagt, auch nichts. Denn der Effekt von Wanderbrise Strauß kann, der sagt, jetzt nicht aktiviert werden. Nee, das Duell hätten wir jetzt, glaube ich, wirklich verloren. Hört sich zwar jetzt nun wirklich ein bisschen blöd an, aber es gibt ja, sag, hier nichts, was wir, sag, tun können. Wir können uns zwar, sag, ein Monster raussuchen, aber der Rest ist nicht gut. Tja, unter normalen Umständen würde ich ihr sagt Wanderbrise und Strauß, sagt, beschwören. Ach, ich mache es, sagt, trotzdem, aber es gibt, sagt, keine Siegchance dadurch. Ich aktiviere den Effekt. Versuche, sag, irgendeine Karte, tja, zu verbannen. Sagen wir mal Rotkehler. Aber jetzt aktiviert er Mudora. Schickt man Rotkehlchen, sagt, wieder zurück ins Deck. Und das war's dann jetzt auch. Tja, das Einzige, was ich jetzt, sagt, noch machen könnte, wäre das hier.
Aber im Großen und Ganzen bringt mir das Sack jetzt auch nichts. Tja, hat mir jetzt Sack nichts gebracht. Tja, das Duell können wir jetzt also knicken. Das Duell konnten wir jetzt also beim besten Willen knicken. Das hätte es halt nicht funktioniert. Also nach 3 Siegen in Folge eine Niederlage. Das kann man jetzt also nun wirklich verkraften. Gut, jetzt fangen wir es auch mal nicht als erstes an. Als zweites, gut. Zweiter statt erster. Das geht doch jetzt, sagt nun wirklich klar, würde ich sagen. Mhm, die Karten, die wir jetzt hier haben, ist der Sack auch nicht schlecht. Ascheblüte kann dann sowieso gleich aktiviert werden. Andererseits, nein, Topf der Extravaganz, 10 Karten, 2. Tja, um ehrlich zu sein, gegen Labyrinth sehe ich mich jetzt sag auch nicht gerade als im Vorteil. Nein, jetzt sehe ich mich, sagt bei diesem Duell, sagt auch total im Nachteil.
Ja, das sind zwar jetzt ein paar klitzekleine Kombis, die wir jetzt hier am Laufen haben, aber die bringen mir nicht so viel. Wie schon gesagt, das Ganze bringt mir jetzt nicht so viel. Der Gegner kann jetzt viel zu viel annullieren. Und er sagt auch noch zerstören. Und aus irgendeinem Grund muss er jetzt natürlich auch die perfekte Karte wählen. Tja, er musste leider die perfekte Karte, er sagt, wählen. Und das war jetzt die falsche Karte. Tja, das war jetzt leider die falsche Karte, die wir gewählt haben. Aber nach der Beschwörung von Gleif hätten wir sowieso nichts mehr machen können. Mal sehen, eine Zerstörung durch einen Fallenkarteneffekt wäre, sagt er, jetzt wieder drin. Wir haben keine Möglichkeiten zur Normalbeschwörung oder sagt auch zur Beschwörung unserer Wanderbriesenkarten. Okay, das Duell geben wir dann auch auf. Ist zwar jetzt auch wieder bescheuert gewesen, aber die Siegchancen waren, nicht da gewesen. Nein, nicht wirklich. So, dritte Runde. Nachdem wir, nicht mehr als Erster gespielt haben. Und nachdem wir erstmal zwei Niederlagen. Okay, diese Karten. Ich weiß nicht, was das soll, aber das ist jetzt, totaler Müll. Okay, ich hätte zwei Möglichkeiten zur Zerstörung dabei.
ist schon mal an der Stelle, sagt nichts Verkehrtes, aber wir haben jetzt wieder das gleiche Problem an der Backe. Wir haben kein anderes Wanderbriesenmonster da. Wir bräuchten, jetzt auch wieder Rotkehler auf der Hand, um dann, loszulegen. Im Grunde genommen war es, jetzt einfach nur Glück gewesen, dass wir die ersten drei Duelle gewonnen haben. Tja, und der Gegner, der musste jetzt, vielleicht zum Essen. Zum Mittag. Na gut, dann an der Stelle wagen wir, noch ein letztes Duell mit Wanderbrise in diesem Part. Und dann im nächsten Part wollen wir doch, noch mal sehen, ob unsere Schwarzflügelmonster vielleicht noch was machen können. Muss vorher das Deck natürlich noch ein klitzekleines bisschen anpassen. Weil dann will ich, in mein Schwarzflügeldeck, um, auch einigermaßen vorbereitet zu sein gegen Tränklage, die Fallenkarte Dimensionsbarriere. Wenn das jetzt, der richtige Name war, die bräuchten wir dann, um, die Fusionsbeschwörung zu verhindern. Und das ist jetzt, auch mal wieder keine gute Hand. Okay, wir könnten, mit Wanderbrise und die unbekannten Winde auf jeden Fall Reiser wegkriegen. Und wieder einmal haben wir Tränklage hier. Okay, einmal eine Normalbeschwörung. Dann aktiviere ich jetzt auf jeden Fall die unendliche Unbeständigkeit. Tränklage Rhinohard wird dann jetzt erstmal annulliert. Das bringt mir allerdings jetzt nicht sehr viel, weil er dann gleich noch eine Spezial... Okay, keine Spezialbeschwörung, aber die Ausgangslage ist immer noch, schrottig. Tja, ich aktiviere die unbekannten Winde. Er aktiviert wiederum gleich seine Ascheblume. Oh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt auch wieder mal die Kombination, die ich nicht haben wollte. Tja, und das war's dann jetzt wieder. Unter normalen Umständen wäre das, jetzt nicht schlecht. Tja, unter normalen Umständen wäre das, jetzt nicht schlecht.
Nur sind das jetzt wirklich keine guten Umstände. Ich bräuchte jetzt schon ein Wanderbrise-Monster. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist jetzt nicht schlecht. Das könnte uns jetzt theoretisch sogar auch. Könnte jetzt theoretisch auch die Rettung sein. Ja, in der Theorie her könnte das jetzt unsere Rettung sein, wenn wir das Ganze bloß richtig ausspielen könnten. Tja, wenn wir das Ganze jetzt richtig ausspielen könnten, wäre das jetzt unsere Rettung. Er muss irgendwas auf der Hand haben, was uns die Tour versalzen kann. Okay, wir könnten jetzt theoretisch... ...einen kleinen Vorteil vielleicht haben. Tja, es sah zwar gut aus, aber das Endergebnis ist, jetzt mal wieder nicht zu gebrauchen. Wir hätten, vielleicht am Ende doch eine andere Karte wählen müssen. Okay, dann geben wir jetzt einfach das Duell auf. Es hatte hierbei aktuell ja noch überhaupt keine Konsequenzen. Das muss man so sagen. Es hat hier keine Konsequenzen, ob wir jetzt nun diese Duelle aufgeben oder auch nicht. Wir verlieren hier keine Punkte.
Wir haben sowieso noch keine Punkte hier verdient. Und haben gerade mal sowieso bloß ein paar Juwelen noch hinzugekriegt. Nicht so viel, aber wenigstens etwas.